Herzlich willkommen auf dem Kanal der Christuskirchengemeinde Hagen. Grüß Gott, mein Name ist Birgit und ich freue mich, dass ich Ihnen heute etwas über die Geschichte von hier heroben erzählen darf. Die Fresken, die wir jetzt hier haben, stellen den grauenvollen Leidensweg des heiligen Georgs dar, der ein sehr braver Soldat war, schon sehr früh zum Christentum übergegangen ist und sich auch geweigert hat, wieder an Götzen zu glauben. Da wird er jetzt dem Richter vorgeführt und der fällt über ihn ein Todesurteil. Vom Kerker aus wirft man ihn von einem Turm in einen Fischteich hinunter, dann hat man ihn noch in ein Fass gesteckt, wo man mit so glühend heißen Eisen durchsticht, die man also im Feuer noch mal richtig heiß macht. Darauf erfolgt noch die Radmarter, wo man ihn den Berg hat hinunterrollen lassen. Und im kleinen Fenster wurde ihm dann noch mal jeweils links und rechts ein Pferd an die Beine gebunden, die man dann auch noch auseinandergesprengt hat. Und auf der rechten Seite im kleinen Fenster erfolgt noch die Hinrichtung. Gut, es sind jetzt schon Legenden, die sich um diesen heiligen Georg drehen, aber man muss vielleicht auch hinzufügen, zimperlich ist das Mittelalter nicht gewesen. Die haben sich richtig was einfallen lassen, um Menschen auch zu Tode zu quälen. Es ist auch der Abschluss mit dieser Tierborde wunderschön. Jetzt kennt man namentlich leider keine Künstler, vermutet einfach Oberitalien oder Meraner Kunstschulen. Auch die Decken seien auch aus der gleichen Zeit, aber hier haben wir jetzt wieder andere unbekannte Künstler. Und auf dieser Seite haben sie mal so wunderschön die Auferstehung dargestellt. Da dürfen sie jetzt alle aus ihren Gräbern krabbeln und der Erzengel davor sortiert jetzt aus, wer ist jetzt gut und wer ist böse. Und die Guten dürfen alle über die Stiege hoch und werden oben von Petrus an der Himmelstür empfangen. Nur der König und der Bischof dürfen ihre Kopfbedeckung mitnehmen, sonst sind halt alle nackt. Und die Bösen müssen wieder zurück und die Teufelchen helfen eifrig mit, diese Steinplatten wieder zu verschieben. Darüber haben wir noch die vier Evangelisten und unter den Evangelisten sind links und rechts so Engelchensgruppen und sie halten Notenblätter in den Händen. Links kann man keine mehr erkennen, rechts kann man sogar noch Noten erkennen. Und auf dieser Seite zeigt Jesus seine Wundmale und die Füße stehen auf einem Querbalken und die Kugeln stellen jetzt Sonne und Mond dar. Und darunter finden wir noch die 12 Apostel. Und genau in der Mitte, wo der Riss durchgeht, kann man schön Petrus mit dem Himmelsschlüssel sehen. Auch der Altar ist eine sehr schöne Arbeit. Das ist jetzt 15. Jahrhundert. Und da ist die Schule ein gewisser Schnatterbeck. Manche kennen Schnatterbeck von Niederlahner, von diesem wunderschönen Flügelaltar. Da haben wir jetzt nochmal den heiligen Georg, wie er vom Pferd aus den Drachen tötet. Dann ist links und rechts, links die Mutter Gottes, rechts die heilige Barbara. Jetzt die zwei sind leider Kopien, die hat man mal hier herausgestohlen und die sind auch nicht wieder aufgefunden worden. Das ist sehr schade. Dann ist links Silvester, rechts Antonius und unten haben wir noch die heilige Ursula mit ihren Jungfrauen, die auch mal alle auf einer Pilgerfahrt ermordet worden sind. Die heilige Ursula ist die Patronin der Stadt Köln. Da wird sie also ganz groß verehrt, die heilige Ursula. Ja. Da haben wir eine wunderschöne Mutter Gottes. Und die hat einen ganz besonderen Namen, die heißt Mutter der schönen Liebe. Und das Original wurde mal in einem Kloster in Bayern in Wessobronn gemalt. Also das ist die Wessobronner Mutter Gottes. Die ist damals von Benediktinermönchen ist die gemalt worden. Und das ist wirklich eine wunderschöne Mutter Gottes. Und daneben haben wir auch noch ein Stifterbild. Das ist jetzt die Mutter Anna mit ihrem Enkelkind auf dem Schoß. Dahinter steht ihr Mann, der Joachim. Und was so als kleines Mädchen dargestellt wird, das ist die Maria.
Und dahinter steht der Josef. Und unten hat sich jetzt auch die Stifterfamilie selber abgebildet oder abbilden lassen. Der Vater mit dem Sohn, die Mutter mit der Tochter und diese sogenannten Fatschenbabys, also Wickelbabys, die sind alle schon verstorben. Das hat man aber früher so gemacht. Die haben einfach zur Familie dazugehört und die wurden auch mit aufgemalt. Und das war ein Wirtspaar aus Schenna. Steht man unten auf dem Dorfplatz, wo heute Rathaus und Tourismusbüro drin ist. Das war ein Gasthaus, der Oberwirt, da fuhr man mit Pferdekutschen vor, konnte drin nächtigen und diese Familie hat es mal gestiftet.